Hallo und herzlich willkommen bei Chris's Delicious. In meinem heutigen Video zaubern wir zusammen ganz leckere, cremige Gemüsepasta, die super lecker schmeckt und auch ganz schnell geht. Also bleibt dran! Für die Gemüsepasta brauchen wir auch gar nicht viele Zutaten. Ich zeige euch gleich den Rest, den wir benötigen. Und es geht vor allen Dingen besonders schnell. Jetzt kann ich euch endlich mal zeigen, wie ich immer mein Meal Prep quasi vorbereite. Ich habe mir, oder wir haben jetzt ungefähr schon fast seit einem Jahr hier von Zwilling diese Vakuumierset aus Glas. Und da kann ich mir quasi mein Gemüse oder mein ganzes Essen so vorbereiten, passend zu den Gerichten, wie ich es kochen will. Und im 0-Grad-Fach hält das bei uns bis zu 2 Wochen. Also super. Und das heißt, ich kann alle 2 Wochen einkaufen gehen und habe trotzdem frisches Gemüse. Und hier habe ich quasi mein Gemüse für unser Gericht schon mal mit der Mandoline, mit unserem Mandoline-Gemüsefix schon mal genau in Julienne-Stifte feingehobelt. Und ja, so könnt ihr euch quasi euren Alltag erleichtern, dass ihr dann nur noch das Gemüse rausholt, die restlichen Zutaten zubereitet und dann ganz schnell ein Mittagessen zaubert. So, wir benötigen einmal unser Gemüse. Das sind einmal hier 2 Möhren, eine Zucchini und eine Paprika. Die habe ich jetzt, wie gesagt, schon in Julienne-Streifen vorbereitet. Eine Zwiebel, die schon fein gewürfelt. Etwas Olivenöl zum Anbraten. 500 ml Sahne. Dann nehme ich immer die fettreduzierte Sahne und 250 ml Milch. 2 Teelöffel Stärke. Hier habe ich noch Schmelzkäse. Wer auf Diät ist, kann vom Schmelzkäse auch die Diätvariante benutzen, die Light-Variante. Oder lässt den einfach weg, aber der sorgt natürlich für das Cremige. Etwas Salz, etwas Pfeffer und natürlich noch die Dinkelhörnchen. Fast vergessen natürlich auch noch die Muskatnuss. Die reiben wir dann frisch rein. Ich bereite das Ganze jetzt in der Wokpfanne zu. Ich liebe, wie gesagt, Wokpfannen für so Pasta-Gerichte. Und da nehmen wir jetzt ein hitzebeständiges Olivenöl, dünsten dann das Gemüse für ungefähr 5 Minuten auf höherer Stufe an, ungefähr auf Stufe 8. Und jetzt löschen wir das Ganze mit der Sahne und mit der Milch ab, geben dann noch Salz und Pfeffer drüber. Das mache ich ja immer einfach mit der Mühle. Gib noch ein ganz, ganz klein bisschen Muskatnuss hinzu. Und dann lassen wir das Ganze auch noch mal ein bisschen einköcheln. Und geben dann, nach ungefähr 3 bis 4 Minuten einköcheln, geben wir dann binden wir die Soße mit der Stärke. Bei der Stärke ist nur zu beachten, dass ihr die 2 Teelöffel Stärke mit kaltem Wasser auflöst. Ganz, ganz wichtig, dass es kalt ist, sonst entstehen Klümpchen. Dann geben wir das zur Soße hinzu und lassen das auch nochmal ganz kurz einköcheln. Und jetzt reduzieren wir die Hitze auf Stufe 6, geben dann den Schmelzkäse hinzu, verrühren alles und dann ist unsere Soße sogar schon fertig. Und ich bereite parallel dazu einfach Dinkelhörnchen zu. Die schmecken super lecker dazu. Ihr könnt natürlich auch die Pasta auswählen, die ihr mögt. Wichtig ist ungefähr für die Soße, brauchen wir ungefähr 500 Gramm Nudeln.
und dann sind wir sogar schon fertig. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren von diesem Rezept. Also wir lieben diese cremige Pasta. Schmeckt wirklich super gut und lecker. Und ja, das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Die verlinke ich euch natürlich. Genauso wie meinen Shop. Da findet ihr auch alle Sachen, die ich benutzt habe vom Pampelchef. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.